im Haus gehabt. Ach, sollen mich doch die Schlangen holen. Donnerbalken und Fliegenmist. Hagel und Schlammpütz. Der sieht mich da. Aber wenn ich die Luft anhalte, siehst du mich nicht. Was? Halt! Oh nein, jetzt ist der Dieb weg. Ich muss hinterher. Ja, dann folgen wir dem Grünhut mal durch seine Fußstapfen, die wir gerade mit der Münze gesehen haben. Durch den engen kleinen Tunnel zwischen Wurzeln. Nein, da passe ich nicht hindurch. Anstatt den kleinen Kerl zu verfolgen, könnte ich versuchen, ihm den Weg zu versperren. Ihm den Weg versperren? Das heißt, wir müssen irgendwie wieder zurück. Wo kommt denn dieser Tunnel raus? Das weiß doch aber auch keiner. Welcher Tunnel? Da war ein... Hä? Da kommt er entlang. Der Grünhut. Der kleine Mann in Grün. Da ist er wieder. Ein Kobold. Ah, erst bei den Igeln und jetzt schon hier? Sie jagen den Falschen. Ich hab nichts getan. Vermaledeite Polizei. Ich meine... Fahr zu Frau Holle, verflixter Wachtmeister. Hä, wo geht er jetzt hin? Ist er schon wieder entwischt. Der war ja ganz schön sauer. Zum Kanonier da, ne? Ja, ne? Auf jeden Fall die Richtung. Du warst jetzt links hoch, ne? Da, ja, genau. Ne? Ja, Weg zur Stadtmauer. Das ist aber nicht. Von hier aus wird das nichts. Vielleicht da noch durch? Aber die war eben. Aber da ist ja verschlossen, ja. Muss ich nochmal mit der Münze gucken? Fest verschlossen. Guck mal mit der Münze. Da ist der Tunnel. Wo? Achso, nee, ist die Eulenstatue. Das ist die Eulenstatue. Hä? Versteh nicht. Vielleicht doch woanders hin. Aber er ist doch den Weg gegangen. Hä? Wir können ja noch. Geh nochmal zurück in die Stadtmitte. Eine ganze. Weil wir hatten ja noch einen Weg, den wir noch gar nicht angeguckt haben, hier zwischen den Dingern da. Genau da hoch. Ah! Da waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Das stimmt. Doch, da waren wir auch schon. Ahaha! Hier findet mich der Kleeblattkapper bestimmt nicht. Da ist er wieder. Stehen bleiben! Ich stehe auf einem Shamrock. Seine Magie gibt mir Kraft. Jawohl, ich kann hier machen, was ich will. Oh nein. Er ist schon wieder entkommen. Okay, ihm wieder hinterher, oder? Ja. Jetzt ist die Frage, ob es da lang ist oder unten lang. Ach so. Ja, siehst du? Mal gucken, ob er hier jetzt kommt. Nee. Soll ich nochmal da zurückgehen? Geh mal da nochmal zurück. Und dann unten lang, ne? Ja. Genau. Ist er noch da lang? Ja. Donnerbalg und Fliegen! Ach, da ist er. Oh Gott. Lass mich in Ruhe, du Balg! Mein Kleeblatt kriegst du nicht! Da kam er auch her. Hä? Ah, Tunnel. Da hinten. Tunnel. Kann man da durchgehen? Nee, da passt er nicht durch, deswegen soll er ihm den Weg abschneiden. Ja, man muss dazu sagen, ich habe ein bisschen frühzeitig begonnen. Und Kari war gar nicht da, deswegen die kurze Erklärung. Mir fehlt ein bisschen Kontext.
Kuckuck. Kannst du ihn anklicken? Nee, da ne? ist er wieder. Sie jagen den Falschen. Ich hab aber nichts getan. Wir drehen uns gerade im Kreis. Meine deine Polizei. Das läuft dann wieder da lang, über die Pilze. Das gibt's doch nicht. Jetzt ist er schon wieder entwischt. Wie kann man ihm denn den Weg abschneiden? Was haben wir denn so? Kannst du ihm das Buch an den Kopf werfen? Die riechen nach nass. So. Da lang, oder? War das da lang? Nee. Nee. Wo sind wir denn hergekommen? Weg in die Gärten? Ja, ne? Also, ich weiß nicht, ob wir in die Gärten... Wie können wir einem grünen Kobold den Weg abschneiden? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas mit dieser komischen Kleeblattstatue machen? Weil er da ja irgendwie sagt, die gibt ihm Kraft? Da ist er wieder! Stehen bleiben! Stell dich doch darauf! Ich stehe auf einem Shamrock! Seine Magie gibt mir Kraft! Können wir die auch benutzen, diesen Shamrock? Ich kann hier machen, was ich will! Er ist schon wieder entkommen! Der kleine Mann läuft über den Stein, um sich mit Magie aufzuladen. Und anschließend löst er sich auf. Ganz eindeutig mit Hilfe von Magie. Mach's auch. Stell dich darauf. Nee, aber wir müssen es irgendwie manipulieren. Kannst du da irgendwas drauflegen? Den gammeligen Lolli von da oder so? Das muss nicht mit harten Kuchen beworfen werden. Schon. Vielleicht den Lolli? Ja, versuchen wir. Das wäre Lolli-Verschwendung. Und den, wenn wir den mürrischen Gartenbesitzer fragen? Keine Ahnung. Nein, ich passe besser drauf auf. Schöner Garten. Nur gucken, nichts anfassen. Nee. Wie schneidet man einem Kobold den Weg ab? Er lädt sich mit Magie auf. Ja. Hagebutten sind... Okay. Was für eine Merk der Ober... Jetzt hat... Ratlosigkeit an allen Ecken und Enden. Aber ich verstehe es auch nicht. Gehen wir noch mal da lang. Da ist er jetzt eh nicht, wa? Gab's irgendwas im Café? Ich überlege gerade, ob es irgendwas gibt, was den... Valerian-Tropfen? Nee. Ist das vielleicht mit dem von wegen Weg abschneiden, dass wir jetzt die Maus dazu bringen müssen, uns durch die Tür zu lassen, dass wir schneller sind? Ach! Kann das das sein? Dass wir anders langkommen. Na, schauen wir doch mal. Jetzt, wo du gerade sagst, Café. Hallo. Die Maus ist ganz... Sie merkt... Jetzt kann ich nicht in den Garten. Die richtigen Wehweg ab... Moment abpassen oder so, wa? Kein Plan. Ich versuch's einfach mal. Nochmal ansprechen? Kannst du sie nochmal an irgendwie was anderes jetzt? Nee. Ich weiß, gekommen war so lang. Na, dann schließen wir nochmal auf, Mäuschen. Mach schon. Geh. Aber er will ihn ja aufhalten, wenn er reinkommt. Was hat denn nicht funktioniert? Aber wenn er rausgeht, ist die Tür ja offen. Dann müsste man ja rein theoretisch hinterhergehen können. Aber jetzt geht er nicht. Doch jetzt. Jetzt kann ich nicht in den Garten. Na, er schließt ja gerade noch. Jetzt gib ihm noch eine Sekunde. Jetzt. Die Tür ist jetzt offen. Na, dann geh durch. Jiha. Hey, du! Das ist Privatbesitz! Raus aus dem Garten! Oh. Och, Mann, oh! Nee!
Tür ist jetzt offen. Hey, das ist Kraut. Oh oh. Das bringt's also auch nicht, aber es war eine nette Idee. Aber es wird schon so sein, dass wir da irgendwie durch müssen. Ja, aber dann würde ich jetzt nochmal mit dem komischen Hasen da sprechen. Also mit dem mürrischen Tierchen. Aber der sagt dir ja auch nichts anderes. Außer, hey, ja, müssen wir weg da. Bestechen, müssen wir den bestechen. Aber mit was? Weiß noch nicht. Weiß noch nicht. Vielleicht müssen wir ihm seinen Zapfhahn wiedergeben. Oh Gott. Vorbeigehen. Vielleicht kriegen wir von denen irgendwas. Ich will sie nicht ansprechen. Keine Ahnung. Nee. Ich will die auch nicht ansprechen. Es dauert mir zu lang. Donnerbalg, wo du fliegen bist. Lass mich in Ruhe, du Balg. Mein Kleber. Vielleicht müssen wir die Tür irgendwie manipulieren oder durch die Tür gehen oder so. Geht das? Welche Tür jetzt? Ja, die Tür, durch die er da verschwindet. Nee, ich glaube schon, dass das mit der Abkürzung irgendwie durch den Garten ist, dass man ihn da schnappen kann. Da kommt er nicht durch, da ist er zu klein für. So. Wo ist denn der komische Hase? Wo lang? Da lang? Ja. Ich will den Hasen irgendwie bestechen. Ich weiß noch nicht wie, aber bestech den irgendwie. Mürrischer Gartenbesitzer, was können wir denn dem mal schenken? Irgendeine Freude. Machen Sie einen Lolli, den Kuchen, irgendwie sowas? Das wäre Lolli-Verschwendung. Suchen wir den Kuchen. Das muss nicht mit hartem Kuchen beworfen werden. Da muss man nichts absagen. Schöner Garten. Schöner. Oh Gott, Entschuldigung. Steinplatte mit Kleeblatt. Hier ist der Zapfhahn weg. Das war das Fass, der ist, wa? Man muss auch den irgendwie bestechen können, dass er einen reinlässt. Oder halt die Maus irgendwie. Ja. Das ist die Rückseite des Baumstamms. Die Maus ist ganz in Gedanken. Kann man ihn bewerfen mit einem Stock oder so? Aber Kaffee für ihn haben wir auch nicht, ne? Er hat ja einen Kaffee in der Hand. Oder was ist das da? Das ist bestimmt leer. Ach so, wenn wir ihm kostenlosen Kaffee holen aus dem Café? Kriegt man den, aber brauchen wir bestimmt ein Behältnis für. Das ist über sieben Ecken gedacht, das ist viel zu kompliziert. Viel zu kompliziert, so geht das nicht. Nochmal ins Café, oder? Aber da ist ja auch nichts. Es muss was mit dem Café zu tun haben. Immer schon den komischen Platten nicht rufen können. Wir brauchen ein Behältnis. Aber diese Baldrian-Tropfen, die kannst du auch nicht. Nee, da bräuchten wir ja Geld für. Jo. Einmal heißer Kaffee. Das klappt so nicht. Zapfer. Da muss man nichts abzapfen. Was haben wir denn noch? Wir haben aber nichts. Kein Behälter oder sowas. Nichts. Einmal heißer. Das klappt so nicht. Ja. Anja, wir wollen Kaffee. Extravagant. Willkommen. Einmal heißer Kaffee. Das klappt so nicht. Die sind doch da. Nee, ich Mist. Pass auf dich auf. Einen Behälter bräuchten wir, oder? Ja, aber wo kriegen wir den her? Leer. Diese Maus nervt mich. Die macht mich ganz wahnsinnig. Ich weiß genau, dass du irgendwo da draußen bist. Komm bald, wie so lange passt.
Nee, wir haben nichts. Wir haben nichts. Hallo. Gib uns eine Tasse. Guten Tag, mein Freund. Nee, das hatten wir auch schon alles. Ich muss dann mal weiter. Auf bald. Und denk dran. Quelle Sumpf 103.5. 5. Maulwurf am Dass er sich immer bei dem Maulwurf selben verspricht, wa? Ich glaube, das ist ein bisschen gewollt. Naja, na klar. Also, wir haben hier eine Kaffeemaschine. Wir haben draußen einen, der Kaffee braucht. Wir brauchen ein Behältnis für den Kaffee. So ist es. Ja, suchen wir mal weiter in der nächsten Folge. Bis dann. Bis dann. Tschüss.